Man sieht hier vielleicht im Hintergrund die Treppe direkt von der Bühne, von da kommen die Künstler direkt nach dem Auftritt hierher. Und einer, der jetzt bei uns ist, ist Konstantin Wecker. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Sie sind es mehr oder minder gewöhnt, vor einer größeren Menge zu spielen. Was bedeutet Ihnen das, dass hier heute so viele Menschen kommen? Also erstmal muss ich mal fairerweise sagen, ich bin natürlich nicht gewöhnt, vor 100.000 Leuten zu spielen. Und das war auch für mich ein ganz besonderes Ereignis. Aber es war aus einem anderen Grund so besonders, weil jeder, der hierher gekommen ist, praktisch durch sein Kommen ein Statement abgegeben hat. Es ist eine politische Aktion. Und das ist das Spannende, dass es so viele Menschen gibt, die sich wirklich solidarisieren, die durch ihr Kommen etwas zeigen wollen und etwas zeigen wollen, dass wir eine andere Kultur brauchen, eine mitfühlendere Kultur. Es gibt in Deutschland diesen, es gab einen Journalisten, vor ein paar Wochen hat er es veröffentlicht, Henrik M. Broder, wer zu viel Mitgefühl hat, hat keinen Verstand. Das wird mir jetzt dauernd um die Ohren geschlagen. Es ist völlig irrsinnig, ein Verstand ohne Mitgefühl, ein Verstand, der sich abgetrennt hat vom Menschlichen, der irrlichtert irgendwo herum und wird im Endeffekt wahnsinnig. Es ist notwendig, dass wir den Verstand ans Mitgefühl anbinden. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, die Menschen, die hierher gekommen sind, die haben das gezeigt. Sie haben gezeigt und sie zeigen weiterhin, dass sie mitfühlend sind, dass sie trotzdem denken, dass sie ganz genau wissen, was die Ursachen für die Flüchtlingskatastrophen sind. Das sind die Kriege. Das ist die wirtschaftliche Unterdrückung, ja, die seit Jahrzehnten durch den Neoliberalismus und durch die Konzerne und durch die Banken in den Ländern des Südens zu verantworten ist. Und die sind nicht dumm und sie sind auch nicht naiv, aber sie haben trotzdem ein großes Gefühl. Und das finde ich wahnsinnig schön.